Oh Mann, Leute, also es wird langsam wirklich ernst. Ich habe ja vorher schon geschrieben, 180 Minuten haben wir noch. Die ersten 90 davon spielen wir heute an Spieltag 35 beim FC Livingston. Und ich gebe mal gleich die Konzentration rein. Das sieht doch super aus. Die hundertprozentige Möglichkeit gleich zu Beginn. Callum Patterson mit der Flanke in den Rücken der Abwehr. Gary Oliver nimmt den Ball direkt, hämmert ihn ins Tor von Michael Salamone. Und das passt einfach wie die Faust aufs Auge, der Kommentar, den ich gelesen habe heute. An Gary Oliver werden wir noch wahnsinnig viel Spaß haben. 14. Saisontor, super Leute. Aber jetzt nicht gleich den Ausgleich, leck mich doch am Arsch. Da stand ja gerade noch Spitzenreiter, Spitzenreiter, Himmelarsch. Ja, ich weiß, ich fluche schon wieder, aber ich werde genötigt. Andrew Barrowman, 16. Saisontor. Wie ist denn das passiert? Jordan Halsman, den können wir nicht klären, die Flanke von ihm. Martin Scott stochert den Ball zu Barrowman und der hat keine Mühe. Ja, das war aus kurzer Distanz. Da kannst du nichts machen. Da kannst du leider Gottes nichts machen. Drauf da jetzt, Mann. Also, ich meine, Einsatz läuft. Pressing sehr, sehr hoch. Also gleich zu Beginn ein sehr, sehr intensives Spiel. Wadenbrellung, Mark Burchill. Ein Verteidiger. Wo ist denn der? Oder? Ich hab mich vertan. Ne, ist ein Stürmer. Wie zum Teufel komme ich auf Verteidiger? Keine Ahnung. Wir werden immer nervöser. Ich weiß auch warum. Weil wir kurzzeitig Tabellenführer waren und damit wahrscheinlich wieder nicht klarkamen. Denn natürlich wird es angezeigt. Das ist überhaupt keine Frage. Neil Alexander, selbst bei dem rutschen jetzt da die Abstöße sonst wohin, wo sie nicht hingehören. Wir sind ja ein bisschen besser, ne? Aufgrund der Geschichte natürlich, dass sie jetzt wechseln mussten. Andy Russell mit einer 35 da vorne drin. Leute, voller Angriff. Also harmloser geht's nicht, aber das gilt für beide Mannschaften. Guckt euch das mal an. Dropkick schon wieder von Gary Oliver aus 13 Meter. Diesmal hat Michael Salamone aber aufgepasst, die alte Salami. 17 Meter. Scott Robinson, Pass auf Oliver. Ja, es wird jetzt mit zunehmender Dauer immer schwächer, was er macht. Da vorne. Aber die Note ist nach wie vor gut. Auch El Hasnaoui mit einer 3,5. Das kann sich sehen lassen nach der langen Zeit, wo er es nicht spielen durfte. Ah, Leute. Zentimeter über die Latte. Fast ein Traumtor von Robinson. Doppelpass mit Oliver. Aber die nächste Chance kommt. Also wir scheinen sie jetzt wissen zu wollen, Leute. Weiter so. Weiter so. Jordan Halsman sieht da ganz schlecht aus gegen Patterson. Mit zwei schnell Übersteigern vorbei. Mit der Pike vors Tor. Michael Salamone. Er kann den Treffer nicht verhindern. Leute, Leute, Leute. Callum Patterson, dass der noch anfängt, die Tore zu erzielen. Ganz, ganz spät. Aber genial. Und es scheint so zu sein, dass die Rangers auch führen. Ansonsten hätten wir es wieder gelesen, Spitzenreiter. Und dann wäre bestimmt das Gegentor wieder gekommen. Nächster Verletzter, Jesus Garcia Tenya. Kapselbrennung C, das ist alles nichts Schlimmes. Aber das heißt eben auch, dass die zum zweiten Mal schon wechseln müssen. Und auch Jason Talbot, der ist da hinten nicht wirklich gut aufgehoben. Mit einer 51. Also was ist das heute schon wieder für ein Spiel? Wechselbad der Gefühle, frühes Tor. Auch noch so ein Sahnetor von Oliver. Dann kommt diese blöde Spitzenreiter-Info. Und als ob Livingston das gehört hätte, zack, Ausgleich. Und dann kommen wir so wieder zurück. Und das ist ja im Prinzip eine Rumpftruppe, ne? Die habe ich ja nach Form aufgestellt. Also zumindest um das zu retten, was hier unten eben nicht mehr zu retten war. Ne? Das sind die ganzen Stammspieler gegen Hibernian. Halbzeitansprache. Vielleicht können wir uns heute alle kollektiv da wieder rausziehen. So haben wir es das vorgestellt. Ist einfach so. In Führung gehen, super. Dann der Rückschlag. Nicht lange labern, nicht lange fackeln. Das Ding sofort wieder umbiegen. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber ist in Ordnung. Wird alles motiviert hier hinten. Das ist ja furchtbar. Furchtbar. Patterson, den loben wir. Was haben wir denn noch? Gummis. Billy King, El Hasnaoui, alle eine 4. Wir haben zwei mit einer oder mit einem etwas schlechteren Selbstvertrauen. Gummis. Ja, vielleicht ist der jetzt wichtig da hinten besonders. Um eben da das Ganze perfekt zu managen zwischen Verteidigung und dem Angriff. Auch das Umschaltspiel natürlich, weil wir jetzt mit einer Führung mit Sicherheit in den Genuss kommen werden. Nicht sofort wahrscheinlich, aber je weiter das Spiel eben weiter fortschreitet, da einen Konter zu kriegen. So, Oliver bekommt eine Massage. Wir können ja mit dem Sturm momentan wenig machen. Denn
Keydings hat sich ja diese Sperre, glaube ich, eingefangen. Ich bin überhaupt nicht mehr sicher. Es ist wieder ein paar Tage her, dass ich aufgenommen habe. Aber da war irgendwas. Und wir gehen jetzt rein in die zweite Halbzeit. Schauen uns das Ganze an, lassen die Jungs warm laufen. Konzentration, er hat mich im Auge. Und da müssen wir drauf reagieren. Und das ist das dritte Tor. Scott Robinson legt nach rechts zu King. Und Jordan Helsman attackiert wieder nicht genug. Und aus 13 Metern, das ist die Glückszahl heute vielleicht, kommt auch Michael Salamone nicht mehr hin. Billy King, sehr, sehr günstig. Wahnsinn. Wo ist denn mein Knopf hier? Super, Leute. Super. Jamie Walker, der will jetzt auch mal mitmachen. Hat einen 2-5er, die Noten jetzt am Anfang. Vor allen Dingen auch vorne. Sehr, sehr gut. Aber die Chance da vergeben. Jetzt müssen wir warten, fast 10 Minuten, bis wieder was passiert. Wir können das zur Ecke lenken. Neil Alexander reißt die Fäuste hoch nach diesem Schuss von Barrowman. Der wollte sein zweites Tor heute schießen. Hat er sehr gut gemacht und das wird gefährlich. 100%ige Möglichkeit. Bekommen wir erneut hier ein Gegentor? Nee, bekommen wir nicht. Simon Mansing, der Innenverteidiger, kommt zum Kopfball nach. Eckball von O'Brien, kann ihn aber nicht richtig drücken. Spitzenmannschaften machen so Dinger mal ganz gerne. Also da sollten wir aufpassen. Denn Livingston ist nicht zu unterschätzen. Sind zwar kein unmittelbares Spitzenteam, aber auch keine Truppe, die man unten einkalkulieren müsste, wie zum Beispiel Lower, wie Coden Beef auf dem Papier einfach, Queen of the South, und dann ist auch so eine Geschichte. Ich will mal ganz in Ruhe gucken, was können wir denn hier machen? Billy King, Nicholson, vielleicht. Vielleicht könnte ich das versuchen. Aber, ja, der Jamie Walker, das wäre eigentlich fast wichtiger, weil der hat eine 9er Form. Nehmen wir Nicholson für Jamie Walker, dass der die 7 aufpolieren kann. Jason Holt, ja, Robinson mit einer 3, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Patterson, Eckersley, der kann ja auf der Seite spielen, ne? Der kann das. Kommt nur von 58. Weil das war ja unter anderem das Ziel, dass wir da einen fit machen. Ob er das jetzt ist oder eventuell einer der Neuzugänge. Theoretisch könnten wir versuchen, daneben mit PTA, ne? Das war ja auch schon mal angedacht, überlegt. Ne? Das ist ja im Prinzip ein Neuzugang, ne? Der kommt ja aus der Jugend. Ja, lassen wir es erstmal bei den beiden wechseln. Denn man weiß ja nie, was passiert. Warnung genug gab's. 2 Verletzte für Livingston. Das kann uns auch passieren. Das ist ganz gut, wenn man eben noch einen in der Hinterhand hat. Mal schauen, wie das Spiel eben auch weitergeht. 3-1 ist schön. Wir haben gerade Glück gehabt, dass es eben nicht das nächste Tor gab für Livingston. Billy King, Flanke ans rechte Fünfer-Eck zu Oliver. Geht volles Risiko, hämmert den Ball Volley aufs Tor. Salamone reißt die Fäuste hoch, aber kommt da nicht mehr hin. Und damit 4-1 für die Heart of Midlothian. 15. Saisontor für den Youngster. Und Billy King macht heute 2 Vorlagen. Es geht weiter. So, jetzt muss ich überlegen. King. Gut, Oliver. Ich könnte jetzt da irgendwas im Mittelfeld machen. Möglicherweise mit einer Doppel-10. Eckball kein Problem für den Keeper. Kommt raus. Aufstellung. Noch nicht sofort. Das habe ich eben gesagt. Auf Verletzungen eben reagieren können, falls sie passieren sollten. Sehr, sehr schön. Also diese 1,5, die hat sich Oliver absolut verdient. Der scheißt sich auch nichts, ne? Der versucht es einfach mal. Selbst wenn da 5 Dinger auf die Tribüne fliegen oder in den Fluss nebenan. Der 6. ist wieder drin, ne? Und das macht ihn aus. Connor McDonald, der letzte Wechsel für die Gastgeber. Für Stefan, was? Ne, das ist mit Sicherheit kein Deutscher. Skogel. Nächste Möglichkeit, Eckball für uns. Billy King. Helsman, der kann ja fast leid tun. Der hat eine 5,0. Mit O'Brien. Auf dem Papier der schlechteste heute. Bei unseren Gegnern. Gibt noch mal Ecke. McDonald gewinnt das Kopfballduell in der Mitte. Also wenn man sich die Bälle oben anguckt, sind wir immer noch rot. Also sollte eigentlich nichts passieren. Nur man kann natürlich dann trotzdem sich auskontern lassen. Ne? Wenn man immer wieder nach vorne rennt. Kontrolle übernehmen. Jetzt haben die doch mal eine Chance nochmal. Ja, das ist sehr, sehr harmlos. Das ist sehr, sehr harmlos, nicht der Rede wert. Nee, lohnt sich momentan auch einfach nicht zu wechseln. Das ist so. Das ist einfach so. Was ist mit Daniel Wilson los? 4-5. Aber um ihn rum auch nichts. McHatty, McKay. Das ist heute kein Mac-Tag. Insgesamt gesehen.
Sam Nicholson bedient Oliver schon wieder. Der junge Mann da vorne, diesmal im Absatz. Was? Muskelverhärtung. Jetzt habe ich gerade echt einen Schock bekommen. Verletzung Neil Alexander. Es ist nur eine Muskelgeschichte, eine kleine. Genau deswegen habe ich den Wechsel noch offen gelassen. Mir hat es ja schon wieder in den Fingern gekribbelt. Ne, mach irgendwas, bring einen rein. Irgendwie die Noten hier sichern. Aber es gab keine, deswegen habe ich es gelassen. Und natürlich auch mit der Vernunft. Jetzt bekommt Scott Gallagher seinen Abschied wahrscheinlich. Der ja dann zum FC Falkirk gehen wird. Oh Mann. Da haben wir Glück gehabt jetzt. Ich denke, wir fahren jetzt auch hier den Einsatz zurück, dass da nichts mehr passiert. Auch bei den Feldspielern. Denn wir brauchen die in der Woche wieder. Dann wird es wahrscheinlich extrem wichtig. Ne, ich gucke jetzt nicht nach. Ich gucke jetzt nicht nach, wo die Rangers stehen, wie die spielen. Das sehen wir ja nachher. Liam Gordon, wie geht's dem heute eigentlich? Wahrscheinlich nicht so gut. 4, aber besser als Menzing. Ist noch der beste Verteidiger hinten, wenn ich das schön reden möchte. Ja, komm, hinten dicht, dann haben wir das auf alle Fälle sehr, sehr souverän runtergefahren. Und auch da muss ich sagen, hätte ich wieder nicht erwartet. Du weißt nicht, wo du dran bist bei dieser Mannschaft. Dieses 1:1, das war nämlich ganz hässlich. Das war hässlich wie die Nacht. Nach einer Führung und sofort den Ausgleich, ne? Im Jubel quasi noch. Schon wieder Oliver. Der versucht es heute überall. Im Fernschuss, 27 Meter. Das ist normalerweise die Spezialität von Robinson. Okay, wahrscheinlich werden wir vorne relativ gute Form haben, hoffe ich, ne, für das letzte Spiel. Was wir haben werden, dann zu Hause, das gibt ein Fest, aber ein absolutes. Hinten allerdings mache ich mir Sorgen, McCarthy wird was verlieren. Wilson, McKay, die bauen das gar nichts auf. Und Alim Öztürk hat auch eine 7 da stehen. Ja, das ist nicht so gut. Das ist definitiv nicht so gut. Ich will es jetzt aber erstmal wissen, wie wir denn jetzt reingehen, mit welcher Konstellation in den letzten Spieltag, in den 36. Die Rangers vorne oder wir? Fragezeichen.